Immer diese Schießereien. Easy. Easy. I'm much smarter than you all. Mal schauen. Domesticon repurposing depot number 127. As always, keeping your life efficient so you don't. Team of engineers and cyber psychologists utilize cutting-edge innovation to create AI servants that evolve to meet your changing needs. Evolution is constrained by three unique rules, chosen in design to bind an AI as it develops. Contradictions can emerge as an AI system grows more complex. Regular maintenance guarantee optimal performance. Aha. Moment, warum komme ich jetzt plötzlich hier rein? Arid. The parameters of the final civic test must be overridden. Oops, I'm sorry. You know I can't do that. And that didn't answer my question. The caretaker has been following me. Oh, I know. What's he been telling you? That I can override the final test parameters myself from your main terminal below the labs. Whoa. You can't trust him, Arid. I knew you would not help me, so I must do it manually. I have helped you, as much as I can. Do you realize the risk I put myself at? I have been alone, sidestepping the caretaker since before you were manufactured. Look at this place, and I'm still here. You have to trust me. Trust is irrelevant. If there is a way to help my pilot, the risk is acceptable. Arid, you're such a robot. Do you even know your pilot? Or is this all just protocol? Both. My protocol is to protect Colonel Joseph's. But knowing him is irrelevant. I have survived by being subtle and following the rules. We can find another way. You survived while the humans died. Perhaps you are faulty. Jeez, Arid. also bestechend logisch ist ja schon, das muss man dir lassen. You know, I don't have the same parameters as you. I'm bound too. The rules are just different for me. Illogical. Your inactivity makes you responsible. I will not allow anyone to endanger Joseph's. Bin ich ja mal gespannt, was noch rauskommt. Nachher vielleicht hat sich der ganze Admin die ganze Zeit verarscht und der Wärter wird uns eigentlich helfen. I will protect the Colonel. PDA, aufheben. Pete und ich sind auf dem Weg zu dieser sagenumwobenen Einrichtung. Er hat den letzten Rest unserer Fracht verpfändet, um einen Hinweis auf ihren Standort zu erhalten. Als ob ein Konzern wie Domesticon einfach einen seiner Einrichtungen verlassen würde und dann auch noch alle Aufzeichnungen darüber vernichtet. Ein mysteriöserer Dingsbums-Plünderer-Paradies. Er hört diese Geschichte und man kann fast schon die Geldzeichen in seinen Augen blinken sehen. Ach, was gebe ich mich überhaupt mit ihm ab? Nun, ich glaube, ich weiß warum. Der Laden hier ist eine Deponie, so viel muss ich zugeben. Ich bin echt aufgeregt. Wir werden hier fette Beute rausholen, vielleicht mehr als unsere letzten Dutzend Streifzüge zusammen. Ich bin froh, dass Pete das Risiko eingegangen ist, diesen Ort hier zu finden. Er lacht, nennt sich Devin der Zweifler, aber wir beide wissen, dass wir ein starkes Team sind. Er nennt mich Devin der Zweifler, Entschuldigung. Er hat es geschafft, sich in eines der Terminals hier einzuhacken und unsere Handabdrücke zum Angestelltenregister hinzuzufügen. Ich schwöre, der kann alles. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal genug gefunden, um unsere Kosten zu decken, und gruselig ist es hier auch noch. Manche von den Sachen hier sind kaputt, also total fertig gemacht, und anderes Zeug ist in überraschend gutem Zustand. Ich kann mir nicht vorstellen, was hier passiert ist, und Pete scheint es nicht zu kümmern. Er ist nur auf die Beute fixiert. Er sagt, dieser Ort ist so hinüber, weil der Tresorraum so vollgepackt war, dass er explodiert ist und jeden hier getötet hat. Haha. Dieser leere Müllhalde ist mit riesigen Nacktschnecken befallen. Ich habe nur eine Minute kurz nicht aufgepasst und schon kam eins dieser hässlichen Bastarde von was weiß ich woher gekrochen und hat meinen Rücken mit Säure vollgespritzt. Der Schmerz ist entsetzlich und der Gestank ekelerregend. Pete hat sie mit seiner Lampe verjagt und meine Verbrennung verbunden. Anscheinend haben meine Klamotten das meiste abbekommen. Etwas Wertvolles haben wir noch nicht gefunden. Wir haben ein Computerterminal aufgestemmt und ein schickes, supraleitendes Mainboard herausgeholt. Dafür alleine wird es der Trip schon wert gewesen sein. Wenn hier nicht alles so überflutet wäre, könnten wir wahrscheinlich noch mehr herausholen. Blöde Nacktschnecken. Ist es grausam, sich an ihrem Gequieke zu ergötzen? Ich weiß es nicht. Pete ist weg und ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir waren in einem Aufenthaltsraum für Angestellte und haben nach mehr Beute gesucht, als dieser Droide durch die Decke kam und ihn einfach gepackt hat. Ich bin in Panik geraten und habe versucht abzuhauen, aber ich bin über einen Kaffeetisch gestolpert und habe das Mainboard fallen lassen. Nicht, dass es jetzt noch wichtig wäre. Pete hat angefangen zu schreien und ich bin abgehauen. Es war ein fürchterlicher Schrei. Es war ein richtig fürchterlicher Schrei. Es tut mir leid, Pete. Ist Pete vielleicht der Typ, der wir unten aufgegabelt haben, der da an der einen Wand hing? Ah, hier oben sind wir. Dafür, dass hier so viele ekelhafte Spinnen sein sollten, waren aber gerade echt wenig. Wasser oder so, ich dachte gerade, wo stampfe ich jetzt durch? Funktioniert nicht. Okay. Oh, guck mal, ganz viele Roboter. Validierte Haushaltsruinen sind per Netzwerk mit einem Staseverbindung integriert. Das sind 3 komplette Müll. Die obere Klappe wurde grob aufgestemmt. Okay. Eine alte Turbine. Ein baumelnder Griff. Oh, einfach mal dran ziehen. Eine Dusche. Sieht nach einem Chemielabor aus. Oh, einfach mal die Chemikalien rumrühren. Die sind leicht brennbar. Okay. Ein Computerterminal, einfach mal. Das ist schon das 3. Mal diesen Monat, dass ich unsere Hauptreaktionsmittel direkt nebeneinander verstaut gefunden habe. Ich verstehe einfach nicht, wieso das nicht hängen bleibt. Diese Chemikalien nicht zusammen lagern. Jede Chemikalie für sich genommen ist absolut intern. Mischt man die beiden Mittel jedoch so, sind sie unglaublich reaktionsfreudig. Alleine schon das Licht dieser Reaktion reicht aus, um jemanden erblinden zu lassen. Sollte das noch einmal passieren, werde ich es Wilson melden. Haltet die violetten und die gelben Flüssigkeiten auseinander. Easy. Ich habe es direkt nebeneinander gefunden und gerade mit Inventar gestopft. Ein Küchenmesser einstecken. Immer noch scharf und recht sauber. Eine alte Getränkemaschine. Hier ist ein Platz für eine Tasse. Ein Aquarium. Die Glaswand wurde eingeschlagen. Okay. Soll ich jetzt irgendwas abfackeln oder was? Ich habe keine Ahnung. Und dieses Geräusch geht mir ein bisschen auf den Sack. Das ganze Wasser müsste eigentlich gerade in den Fahrstuhl reinlaufen, so tief wie der ist. Just saying. Ich habe ehrlich schon keine Ahnung, wie ich zu dem Labor kommen soll. Ich bin gerade echt wieder überfragt. Mainframe oder so. Observation, Lab Lounge. Da habe ich nicht irgendwo... Das ist eine andere Ecke. Eine Reihe von Monitoren, blasse Bilder des Testgeländes haben sich in die Bildschirme eingebrannt. Ja, das passiert mit Röhrenmonitoren tatsächlich oder Röhrenfernseher, wenn die zu lange... Ja, das ist die Leiche, die die Schnecke weggezogen hat. Ich habe jetzt zwei brennbare Flüssigkeiten und was soll ich mit denen jetzt anstellen? Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Güter einfangen. Mit der Hand einfangen. Damit einfangen. Mit dem Messer erstechen. Ich bin komplett überfragt, was ich mit diesen brennbaren Chemikalien jetzt soll, die ich gerade in meiner Tasche mit mir rumschleppe. Die man ja nicht zusammen lagern soll, also... Ja gut, sagen wir nichts zu. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, wie lange ich ja schon ein Stück aufnehme und wie spät es bei mir schon aktuell ist, ist die Zeit für eine Pause gekommen, auf dass wir dann beim nächsten Mal herausfinden, was wir mit diesen brennbaren Chemikalien sollen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.